Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist der Daniel und ich bin der Sascha und wir präsentieren euch heute den 20. Februar. Und am 20. Februar haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind, das wir vorstellen möchten. Geburtstagskind mit schlagenden Argumenten. Arthur Abraham. Das ist ein deutsch-armenischer Boxer. Hat einmal den IBF-Weltmeistertitel im Mittelgewicht. Hast du Arthur gesagt? Arthur Abraham! Ja. Arthur Abraham. Kommst du aus den USA oder was? Mhm. Und hat einmal den WBO-Weltmeistertitel im Supermittelgewicht. Ja, er ist geboren in Jerewan, Armenien. Ja. Kennt ihr sicher alle, Radio Jerewan. Und da kam er her, der Gute. Ist das war doch der dann irgendwie mal im Kampf so den Kiefer gebrochen hatte und so ein Ding da hatte und trotzdem weitergemacht hat, bis zum Schluss. Ja, der Mann ist wie aus Stein gemeißelt, was glaubst du? Das ist voll der fiese Typ. Ja. Also, netter Typ, aber im Kampf, da hast du keinen Bock drauf. Das ist voll die Maschine, der Typ. Ja. Arthur Abraham alias Arthur Abraham. Ja. Am 20. Februar, entschuldigen Sie, am 20. Februar 1974, hat der Bundestag durch einen Beschluss darauf verzichtet, der Bundestag der Bundesrepublik, ja, also von hier, Deutschland, hat verzichtet auf die Herstellung und Erwerb von Kernwaffen. Okay. Das war 1974. Ja. War vernünftig. Wofür auch? Die Amis haben ja hier alles falsch. Ja, haben wir eh. Das steht ja irgendwie sowieso in Deutschland rum, das Zeug. Ja. Ja, genau. Weiß man gar nicht so genau, gell? Ach, ja. Würde mich wundern, wenn es nicht so ist. Ja. Am 20. Februar haben wir aber noch was. Ein Fakt des Tages. Ja. Fakt des Tages, der am häufigsten gebrauchte Name auf Facebook ist Smith. Ah, Smith, ja. Smith. So wie ja. Will Smith, Anna Nicole Smith, Smith and Wesson, whatever. Ja. Smith and Wesson ist, glaube ich, bestimmt ein sehr, sehr beliebter Name auf Facebook. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber Smith ist ja auch ein Synonym sozusagen für Fake-Accounts. Ja. Also ich glaube, 10% aller Accounts sind gefaked auf Facebook. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Also es heißt sogar mehr, aber 10% Minimum. Und da heißen sie alle Smith auf einmal. Was ein Ding. Naja. Das war der 20. Februar. Morgen sehen wir uns wieder am 21. Februar. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie.